Mein Bekanntenkreis warnte mich, dass ich alleine keine Chance hätte. Ich sollte das den Profis überlassen. Mann, Profis. Ha, wenn ich das schon höre, die machen doch auch nur Dienst nach Vorschrift. Und wenn sie keinen Erfolg haben, zucken sie mit den Schultern und warten auf den nächsten Anruf. Ich hatte es Maria versprochen, dass ich mich selbst darum kümmere. Und ein Kerl hält sein Versprechen. Ich bin selbst nicht von der zimperlichen Sorte und kann einiges einstecken. Dass ich auch austeilen kann, können Zeitgenossen bestätigen. In früheren Jahren hat mir das auch ab und zu einen Knastaufenthalt beschert, aber das ist alles vorbei. Mit Maria begann das Leben noch einmal neu. Aber trotzdem, man darf sich nicht ducken und sich nicht alles gefallen lassen. Das hier war zudem eine andere Sache. Ich hatte mich erkundigt, aber keine letztendlich genaue Auskunft darüber erhalten, ob es sich nun um eine deutsche Gruppierung handelte oder aber um Orientalen oder um Südamerikaner. Was ich herausbekam, war, dass sie unheimlich schnell waren. Wie die Jungs aus der Leichtgewichtsklasse. Aber das ist mir egal. Ich wiege 95 Kilo und habe einen harten Punch. Meine Beine sind schnell und ich trete wie ein Pferd. Das können die Sportskameraden im Gym bestätigen. Früher habe ich Football gespielt und als Türsteher gearbeitet. Heute bin ich Geschäftsführer einer Security-Firma und trainiere selbst noch bis zu 5-mal in der Woche. Halte mich mit klassischem Boxen und Thai-Boxen fit. Vor solch einem Ungeziefer, wie es nun in meinem Haus eingedrungen war, hatte ich keine Angst. Und mit dem, was sie Maria angetan hatten, war ich zu ihrem Albtraum geworden. Maria ging es am nächsten Tag besser. Sie war zu sich gekommen. Die schlimmsten Befürchtungen hatten sich nicht bestätigt. Der Schädelbasisbruch war vom Tisch, aber sie hatte eine schwere Schädelprellung. Ihr wurde immer noch ständig schlecht und schwindelig. Ihre linke Gesichtshälfte schillerte in allen möglichen Farben. Der Arzt wollte sie noch ein paar Tage zur Beobachtung dabehalten. Ich strich hier über das Haar. Hey, ruh dich aus, Kleines. Wenn du nach Hause kommst, ist alles vorbei. Maria bat mich, dass ich einen Experten zu Rate ziehen sollte. Sie hatte wohl Angst, dass ich überreagieren könnte. Ich versicherte ihr, dass ich alles im Griff hätte und sie sich keine Sorgen zu machen braucht. Ihr Lächeln, als sie einschlief, hatte etwas von Besorgnis und von Hoffnung zugleich. Ich saß in der Küche auf der Erde, dem Rücken zur Wand in der Nische zwischen Tisch und Schrank. So hatte ich einen Blick auf den Korridor, wo ich eine kleine Notbeleuchtung eingesteckt hatte. Das wirkte unauffällig, aber die Lampe warf einen diffusen Lichtschein bis in die Küche kurz vor den Kühlschrank. Und das hatte den Vorteil, dass ich mich im Schatten befand. Für alle Fälle hatte ich mir noch eine Sprühdose bereitgestellt. Ein Besi oder Tonfa hatte keinen Sinn in der engen Küche. Es war bereits die zweite Nacht. Gestern hatte sich nichts gerührt. Etwa gegen 2.30 Uhr, bis ich in eins der Eier, die ich mir abends zuvor gekocht hatte. Mir fielen die Augen zu. Um 5.30 Uhr waren sie da. Sie waren zu fünft. Irgendetwas musste ihnen verraten haben, dass ich eingeschlafen war. Nun waren sie hier in der Küche, standen um das angebissene Ei herum, das mir wohl aus der Hand gefallen war. Sie nahmen keine Notiz von mir, waren sich ihrer Sache ganz sicher. Fast schon überheblich. Ich spürte, dass meine Muskeln steif waren von der sitzenden Haltung, in der ich geschlafen hatte. Es nutzte nichts. Ich musste sie überraschen. Ich hatte nur eine Chance. Meine rechte Hand lag auf dem Stuhl direkt neben der Sprühdose. Ich wagte kaum zu atmen. Wie sollte ich vorgehen?